das Feuer. Das Meisterholz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Hallo. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Jacob hat erzählt, dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Es war eher gegenseitig. Na, wie dem auch sei, wir sind Ihnen dankbar. Wir können jedes Paar Hände gebrauchen, wenn Sie helfen wollen. Aber wir sind keine Besucher gewohnt. Hallo. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Servet-Lager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein, aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Getan. Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob sagt, wir können ihm trauen und das reicht mir. Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Soll das ganze Ding einstürzen, wenn der Wind auffrischt? Halt einfach nur die Augen auf. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Bevor wir hier fertig sind, gehen wir die Nägel aus. Wir können hier aus den alten Hütten nehmen. Hier, die wir nicht brauchen. Können wir Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Das ist es nicht. Wo könnte... Oh, hallo. Tut mir leid, ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Ich muss den Generator reparieren, damit wir die anderen Siedlungen benachrichtigen können. Mal sehen, ob ich anderswo helfen kann. Oh, hallo. Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Hm? Oh, Mist. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ich versuch's. Danke.
Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Trinity wird bald hier sein.
reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssen Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Yeah.
Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe.
Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Ich grüße Sie.
Ist besser als gar keiner. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Flüchtlinge tragen. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar Gewehre. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Trinitys Anwesenheit, die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder. Auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Die Anhänger des Propheten flohen, doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Thank you.
Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Thank you.
Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Sind wir sicher, dass das Kiefernharz brennt? Oh, hallo. Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Hinter die Barrikaden! Schnell! Schnell!
Achtung! In Deckung bleiben! Hört zu! Bleibt zusammen! Göttliche Quelle. Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Da. Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Sind so weit.
Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste, sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg.